Wie kommst du denn aufs... Mann, jetzt verzieht euch mal! Da ist ja nie jemand vorbeigefahren, hat gehupt und ich war so frech, hab geschossen. Macht man doch nicht. Also, ja, ich weiß, ich bin halt kein netter Mitspieler. Was denn, ich sterb auch immer. Kommen natürlich die Zombies dann von überall her. Ja, das hab ich auch gemerkt. Die spawnen dann auf einmal bei dir. Lass mich in Frieden! Ah, da stellt sich mir in den Weg. Hier könnte eventuell ein Auto entgegenkommen. Naja. Dass ich den nicht erwischt habe. Ich habe eigentlich voll auf die Windschutzscheibe gezielt. Boah, sind das viele! Wollt ihr mich verarschen? Voll die Armee hinter mir. Dum 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 dum. Ah, da kommt er entgegen. Okay, das heißt, du bist ungefähr 3 Wegminuten von mir entfernt. Der wollte mich rammen, die Sau. Ehrlich? Was für ein Wichser. Hat einen guten Grund, dass ich auf ihn geschossen habe. Tut mir leid für die Fachausdrücke. Aber... Fachausdrücke. Mein Deutsch lässt zu wünschen übrig. Ich bin Ausländer, ich muss kein Deutsch können. Das Schöne ist auch, die Zombies rennen meistens bloß am Straßenrand entlang, so dass sie ja nicht überfahren werden können, zufälligerweise, falls ein Auto kommen sollte. Und sein Auto ist auch kaputt. Seins? Seins. Wie das? Na, der hat mich gerammt und jetzt steht er da drüben. Weiß ach, nicht, sein Auto ist kaputt. Ich habe jetzt auch mal ein ganzes Magazin drauf geschossen, ne? Und er? Keine Ahnung. Tot? Er schreibt, sorry Kumpel, ich bin hinterm Lenkrad eingeschlafen. Ja, das sollte man nicht. Was schreibst du denn jetzt? Ich schreib gar nichts. So, dürfte reichen. Ja, ich kann jetzt laufen wieder. Ich komme aber in deine Richtung. Ich weiß nicht, schön. Ob er jetzt... Ich weiß nicht, ob was er jetzt... willst du jetzt bei mir? Zu mir brauchst du ohne Auto nicht kommen? Na, seins ist auch kaputt. Seins hat er jetzt auch keinen eingeschlafen. Kann man einschlafen? Ja, quasi Sekundenschlaf am Lenkrad gehabt, weißt du? Warte mal, ich könnte höchstens... nee, das ist zu weit. Mann, hier ist ein Haufen von scheißen Dreckloot. Jetzt ist er aber ausgestiegen und schießt auch. Auf dich? Ich mach ein bisschen Zickzack, dann trifft er mich eh nicht. Hoffe ich doch. Es wäre super lieb, wenn wir uns treffen könnten. Ja, ich komme ja. FPS hier in der Stadt ein bisschen... Kommen wir in deine Richtung. Achso, ja dann mach schneller. Was auch immer du tust, mach es schneller. Kein Bock hier zu Fuß unterwegs zu sein. Das ist mies. Nein, schau du halt durch auch schon ein Auto oder so. Ja, ich muss erstmal überleben. Zombies, Massen, Tausende, einer. Ich hab auch hinter mir welche. Ja, dein Fanclub. Oh. Nee, hat er auch. Nö. Sind alles Mann. Deine Verwandten. Oder oben ist was? Achso, das ist das hier, okay. Richtig, genau. Wie, Moment, stopp, Verwandte? Meine? Nee. Ja. Kannst du knicken? Weißt du? Du Arschzapfen, du! Das sind nicht meine Verwandten. Kannst du doch noch hören. Ey, die haben hier Militärbaracken hingestellt bei der Fabrik hinten, bei der Feuerwehr hinten. Ja. In Elektro. Und gleich mal einen Besuch abstatten. Genial. Wie war das, kurz dort sein, damit der Loot spawnt und dann sich wieder von dort verpieseln? Genau, Loot und dann spawnen lassen. Oh, da liegt schon was Schönes. Was haben wir hier? Was ist denn das? Oh. Das klingt doch glatt nach einer VSS. Alter, ne KSVK, Daniel. Ich hab das übelste Scharfschützengewehr bekommen. Dem Munition, ja. Oh, geil, ich habe eine KSVK und kann nichts damit anfangen. Schön. Hier, nichts. Was ist dort? Oh, okay, ich pack die Waffe mal für dich ein, ne? Daniel? Ja. Machen nimm dir eine Waffe mit. Oh, jetzt habe ich sie weggebackt, scheiße. Ich bring dir doch keine Waffe mit. Ja. Tut mir leid. Wie gewonnen, aber ich so pack zu mal machen. Dem Air-Munition ein. So, ist der noch hinter mir, der Zombie?
Nee, okay. Er hat aufgegeben, okay. Meinst du, der Typ wird jetzt von A nach B pendeln in der Stadt? Mit dem Auto? Typ? Weil dann knall ich ihn mit der KSVK ab. Ich hab doch gesagt, sein Auto stand auf der anderen Straßenseite auch kaputt. Ach so, ja, ja, ja. Dann habe ich auf die Fahrerseite nochmal ein ganzes Magazin reingeballert, aber irgendwie scheint er das auch überlebt zu haben. Und als ich dann weggerannt bin, hat er dann auf einmal auf mich geschossen. Ja, Zombies, lasst mich mal durch, Mensch. Ihr Kackviecher hier. Fernglas da oben, Fernglas. Toll. Ich renne jetzt bei einer Tankstelle gerade vorbei. Aber da steht leider auch kein Auto. Ach, kommt schon. Muss da irgendwo. Oh, ich glaube, das ist Antibiotika. Ja, Antibiotika. Muss doch irgendwo noch eins rumstehen. Oh, ich habe einen roten SUV gefunden. Ja, dann mal schnell hierher. Moment. Boah, Alter, ist die KSVK geil. Kann KSVK nicht wirklich aussprechen, so. Krieg ich einen Knoten in die Zunge. Bloß nicht vom Dach fallen. Jetzt habe ich wieder einen Zombie hinter mir. Na, da vorne ist ja eine Scheune. Kann ich ja durchlaufen. Na komm, beweg dich. Ne KSVK. Geil, das ist eine geile. Also, an die Leute, die sich mit Waffen und sowas auskennen. Die KSVK, also ich habe diese Waffe noch nicht oft gehört, aber das scheint eine wirklich dicke Rummel zu sein. Ihr könntet mich mal aufklären über einen technischen Zweig. Ihr wisst schon, was ich meine. Rasiermesser. Also Daniel, ich glaube, ich kann dich nicht ab... Ah? Da, Leiter herabsteigen. Ihr klärt mich mal bitte auf, sagt mir, woher sie stammt. Wäre cool. Und ja, was noch? Was? Nein, du verdammter Kackzombie! Was hast du denn wieder? Ja, da hat er mich geschlagen, weil ich die Leiter runtergekommen bin. So ein Arsch, weißt du, du kannst eh dich nicht wehren, während du da die Leiter hinabsteigst, ja, feucht, fröhlich, total langsam. Auch mal ein Stück von dir abbeißen, ne? Ja, da kann ich mal kreuzweise. Das darfst du ihn auch nicht verübeln. Die machen auch nur ihren Job. Pissnecken. Sollten lieber arbeitslos werden, die scheiß Zombies. Den Job machen. Können mich mal. Den ganzen Tag auf die Suche nach. Nein, nicht die leere Dose nehmen! Nein! Nein! Au! Ich bin ein Elektro. Schön. Denke ich doch, oder? Sieht mir hier so elektronisch aus. Ich verliere jetzt hammermäßig viel Blut, weil die Zombies mir eine gedatscht haben. Ich habe aber leider auch kein Bloodpack bei mir. So, wo bist du? Ich bin hier mit dem SUV. Postbus die Straße eigentlich Richtung Tscherno fahren. Ich bin gerade beim Eingangsschild hier von Elektro. Der ist halt nicht mehr super schnell, der SUV, weil nicht mehr der neueste und so. Ah, da vorne bist du. Wo bist du? Ja, hier laufe ich doch. Halt! Ups. So, und wo fahren wir hin? Moment. Genau, umdrehen. Und dann da, wo wir gestorben sind, wo die Missionen sind. Also es ist jetzt 8880 Meter genau. Alter, wirklich? Also ich habe mir jetzt die Missionspunkt markiert, wo die Mission in der Mitte war, ne? Ja. Ist die Mission noch? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Ja, ja. Ja, und dann markiert, musst du dahin fahren, wo du eben halt... ich war ja weiter oben. Ne, ich leg mich mit denen nochmal an, ich habe jetzt einen Sniper. Ja, und wenn ich mein Zeug wieder hab, dann kann ich gleich mitmischen wieder. Ja, schlauer wäre ist das nächste Mal, wenn wir von unten das Ganze angehen. Ja. Habe ich gesehen, gibt's ein Auto. Bessere Durchsicht zu den Gegnern. Hast du einen Ersatzreifen dabei, zufällig? Nee. Okay, schade, hätte ja sein können. Hast du noch irgendwelche andere Wünsche? Ja, plätschert bei dir was im Hintergrund? Ja, es regnet gerade bei mir wie aus Eimern. Es ist irgendwie Weltuntergang. Ach so, das hört sich, als würdest du gerade nebenbei duschen. Ja, mach ich immer neben zocken, ne? Wer macht das nicht? Ja, hier kannst du die Karre hier mitnehmen. Nee, ups, die fährt gar nicht mehr. Oh, ein bisschen Shampoo auf dem Kopf. Ja, sehr schön. Genau. La 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 la. Dann singt man ja immer noch ein bisschen, ne?
Oh, Sole mio. Ich darf jetzt diese Spur ewig lang folgen, oder? Ja, noch kannst du, weil das war ja ziemlich am Küstengegend, ne? Ja. Noch 7 Kilometer, ehrlich, Alter. Boah. Boah, 7 Kilometer. 7 Kilometer. You're my soul. Gott im Himmel. Hau doch erst so Modern Talking rein, Alter. Ja, was denn? Radio funktioniert nicht. Da, hier, super geile Karre, aber kannst kein Radio. Dann, kannst du dann auch so eine hohe Stimme machen wie die? Also vorher deine Eier abklemmen, ne? Ja, warte, warte. Au! Okay, warte. You're my soul. Hier, so einen hatte ich, ne? So ein Polizeiauto. Die Sau mir einfach voll auf meiner Seite der Fahrbahn entgegengekommen. Mal schauen, wie lange ich schaffe, richtig zu fahren, während ich Daniel angucke. Und der hat sich nur entschuldigt, weil sein Auto nämlich auch kaputt war. Also ich fahre übrigens aus der Ego-Perspektive jetzt gerade. Mhm. Ist die Scheibe vorne ganz? Jupp. Yep. Ah ja. Naja. Schön leise hier drin, ne? Oh ja. In my heart, in my soul, noch 5 Kilometer. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ich schaue dich von innen die ganze Zeit immer wieder an. Ich weiß, ich habe ein Gesicht, wo man kaum wegschauen kann. Du hast wohl die geile Sonnenbrille, ohne Spaß. Ja. Schau mich mal an. Wo schaust du hin? Du hast schwarze Augen. Echt? Also so grau, ausgegraut. Als wenn ausgegraut? Beton, ja, Beton hast du in den Augen. Ja, das nennt man Burnout-Syndrom. Guck mal, wie lange der hier schon steht. Immer noch. Schon ja. Ein halbes Jahr her. Aber das ist ein Fahrrad, kannst du ja damit fahren. Hier ja, und hier, ja, hier und, ganz, ganz gefährlich hier bei den Bienenwaffen-Dings hier. Warum? Spawnen sau viele Zombies dann auf einmal, wenn du da jetzt. Ja, das weiß ich ja. Ja. Ich wollte übrigens. Wen wollte ich denn grüßen? Wen wollte ich grüßen? Mir fällt der Name nicht ein, verdammt! Ja, den sollte man sich dann vorher aufschreiben, ne? Ja, ich habe ihn nie gemerkt gehabt, aber ich habe ihn vergessen. Vorsicht, da steht irgendwas. Tüdelü hier. Motorrad. So, 2,9 Kilometer, mein Freund. Bei mir 2,8. 2,7. Also nicht direkt drauf zufahren, sondern auch so rumfahren, wo wir waren auf der Seite. Hier ist ein Flugzeug auf dem. Ja, das wirst du sowieso nicht starten können. Ich werde mir jetzt aber diese Rotzbengel. Guck doch mal, das Meer sieht doch nach Meer aus, ne? Ja. Aber verstehst du? Das Meer sieht nach Meer aus. Ach, der war nicht super. So gut. Der war nicht gut, ja. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr von dem Meer. Nee, ich möchte mehr. Mehr. Ach, da oben war die. Von der Seite, wo wir gekommen sind, sah das gar nicht so aus, ne? Yep. Oh, weißt du, hier noch am Ende mit dem Hubschrauber? Oh, hau ab, das war eine Geschichte. Ey, wie ich da hingerobbt bin, hier mit dem ganzen Sprit im Rucksack. Und hast es doch nicht geschafft. Ja, da bin ich hochgeflogen und hier auf der Straße ist er gleich wieder wie ein Pontonk. Also hier vorsichtig, hier sind die NPCs schon. Ja, wir müssen auf der anderen Seite aber. Ich weiß. Und hier links steht schon mein Auto. Ja, ein roter. Ja, weil ich hier schon mal war. Ach so. Bin doch vorhin gestorben. Ja, nicht hier, ich will zu meiner Leiche. Soll ich da jetzt hinlaufen, den ganzen Weg? Nein, Quatsch. Ah, ich blute! Warum blute ich? Ich habe keine Bandagen mehr. Ja, warte. Wo bist du? Was machst du? Dich verbinden. Ich wollte die Typen abschießen und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da stehst. Na, warte mal, lass mich doch mal. Darf ich nicht schießen? Hast du dich schon verbunden?
Warte, markieren. Nee, ich blute nicht mehr. Hat sich erledigt. Okay. Du, ich schieße jetzt, oder? Nee. Hier.